Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Stay Rudel, Stay Rebel Box von Rantanplan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Stay Rudel, Stay Rebel von Rantanplan, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 10. Album der Band. Der Albumtitel ist etwas schwierig für mich zu deuten, ob man ihn jetzt komplett englisch ausspricht, also Stay Rudel, Stay Rebel, oder einfach komplett auf Deutsch Stay Rudel, Stay Rebel. Dann wäre aber das L irgendwie mit zwei L zu schreiben. Ja, deswegen spreche ich es halb englisch, halb deutsch aus. Also Stay Rudel, Stay Rebel. So, beziehungsweise Stay Rudel, Stay Rebel. Ja, wie auch immer, könnt ihr euch aussuchen. Wir haben hier eine schwarze Kartonbox. Als erstes werden wir mal die Folie abmachen und das Ganze hier auf der Seite aufschneiden. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hier gab es noch einen Sticker, einen Barcode, New, Neu, Stay Rudel, Stay Rebel Limited Fanbox. So sieht die aus, in schwarz gehalten. Wir haben hier zwei halbe Hundeköpfe drauf. Also für mich sieht das aus wie so Pitbulls, auf jeden Fall schöne Exemplare. Hier einmal so in grau und einmal in schwarz. In der Mitte lesen wir Rantanplan, darunter den Albumtitel. Hier ebenso. Rechts blank oben und links blank schwarz. Und auf der Unterseite lesen wir, was sich in dieser Box befindet. Also in dieser Box befindet sich ein Digipack, eine 6-Track-Bonus-EP, Rantanplan Scarf, das ist so ein Halstuch oder Schal. Dann haben wir einen Pin, eine Autogrammkarte und einen Sticker. Das Ganze ist erschienen über Draka Entertainment. Und dann haben wir hier noch den Barcode. Okay, dann schauen wir mal rein. Es ist eine Kartonbox, hier in schwarz eingefärbt. So, als erstes kommt uns hier entgegen der Scarf, also der Schal. Dann haben wir das Album an sich. Dann so ein Kärtchen. Eine Autogrammkarte und die Bonus-EP. Jetzt geht mir nur was ab, und zwar der Pin. Moment. Sticker-Pin. Ja, der Pin scheint jetzt bei mir zu fehlen, oder eventuell ist er auch noch hier irgendwo in dem Schal versteckt. Nein, hier ist nichts zu sehen. Und auch sonst kann ich ja nichts erkennen. Okay. Naja, der Pin ist nicht dabei. Egal. Wir schauen uns trotzdem den Rest an. Also, was haben wir hier? Album und EP, die sind hier noch eingeschweißt. So, bevor wir beim Album die Folie abmachen, haben wir auch noch einen Sticker. Rantanplan Tour 2019. Also, das waren die Tourdates. Hier konnte man die Band live sehen. Dann werden wir mal die Folie entfernen. Einmal vom Album und einmal von der EP. So. Wunderbar. Was mich auf jeden Fall schon mal freut, ist, dass man hier die Bonus-EP in ein hochwertiges Jewel-Case gepackt hat und nicht einfach in so eine Papphülle. So, wo habe ich das Ganze jetzt aufgeschnitten? Hier. Und das Album kommt hier in einem Digipack. Alles klar. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also das Boxcover hier auch nochmal zu sehen. In der Mitte Rantanplan hier so in Silber. Glänzend und auch geprägt, also man kann das hier spüren.
Draga Entertainment, Rantanplan, Stay Rudel, Stay Rebel, Drag. Okay, die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder ein Hündchen, ein etwas kleineres Exemplar als die zwei auf dem Cover. Und dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 10 Tracks an der Zahl. Wurden hier nicht durchnummeriert, es sind 5 links und 5 rechts. Dann haben wir unten wieder Barcode plus Beteiligte. Werf mal einen Blick ins Innenleben. Ja, hier gibt es auch wieder jede Menge Hunde. Also der Bezug zu Hunden ist auf jeden Fall gegeben. Rantanplan kenne ich ja auch vor allem als Hund, also so von Lucky Luke ist das ja dieser Sheriffshund. Dann haben wir die CD, auch hier ein Hundekopf. Und so sieht das Ganze aus. Also hier so ein Panoramabild. Dieses Album richtet sich gegen den menschenverachtenden Hass selektiver Menschen und möchte die Hoffnung nähren, dass eine friedliche, gerechte, gemeinsame Welt aller neben aller doch noch irgendwie möglich sei. Für Spirit, Liebe und Respekt, Torben Möller-Meißner. Ja, schöne Sache. Und auf der rechten Seite haben wir dann, glaube ich, auch noch ein Booklet, das ich erst gar nicht wahrgenommen habe. Rantanplan lesen wir auch hier wieder, darunter den Albumtitel. So, wir haben hier die Lyrics drauf, wunderbar. Also, wir sehen hier, das Album ist deutsch. Die Texte. Und dann haben wir hier Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Hier wird unter anderem gerade tätowiert. Das sieht mir so nach Action auf der Bühne aus. Und weitere Lyrics. Lyrics, Fotos. Also ein klassisches Booklet-Design. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Und eine umfangreiche Danksagung hier auf der rechten Seite, plus natürlich Webseiten, Social Media und so weiter. Okay, so, dann packen wir dieses Booklet hier wieder in diese Stecktasche und kommen zum nächsten Teil, und zwar zu der EP. Wie gesagt, die kommt in einem Jewelcase, freut mich sehr. Root Boys von der Reeperbahn. Das Cover, angelehnt an das Beatles-Cover Abbey Road, ist auf jeden Fall ein weltbekanntes Motiv. In diesem Fall halt auf Hamburg-Stil, wahrscheinlich auch auf der Reeperbahn irgendwo aufgenommen und nicht wie die Beatles damals. So, auf der Seite in weiß und schwarz. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist, auch die ist hier nicht durchnummeriert. Wir haben hier 6 Tracks und hier ist ein Feature angegeben von Swiss. Dann haben wir hier die Beteiligten und Barcode. Also, nachdem wir hier einen Barcode haben, eventuell kann man diese EP auch so erwerben. Ja, also ist irgendwie, glaube ich, auch ziemlich sicher, weil die auch in einem regulären Jewelcase steckt und nicht in einer Papphülle. Gehe ich mal davon aus, dass sie nicht nur in der Box zu haben ist, sondern auch normal zu erwerben. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Tracks mit den Lyrics. So sieht das aus. Credits zum Abschluss. Und dann kommen wir zur CD. Sieht so aus in schwarz und weiß. Und auf der Rückseite wird nochmal hier ein Blasinstrument gespielt. Als nächstes haben wir die Autogrammkarte. Auf dieser Autogrammkarte haben wir die 5 Bandmitglieder abgebildet. Und alle 5 haben hier auch unterschrieben. Mit schwarzen Stiften hier 2-mal und mit weißem Stift 3-mal. Auf der Rückseite nochmal das Cover. Und es ist auch wirklich so eine gestärkte Kartonkarte. So, was mich jetzt nur etwas wundert, ist dieser Inhalt. Denn wir erinnern uns, wenn wir nochmal kurz den Boxinhalt hernehmen. Wir lesen hier Digipack, ja, das war das Album, die EP hatten wir auch schon, den Schal, okay. Autogrammkarte, allerdings haben wir hier dann noch Sticker und PIN. Wie gesagt, PIN konnte ich gar keinen finden, der war irgendwie nicht dabei. Und Sticker ist das hier auch nicht, denn das ist auch mehr so eine gestärkte Kartonkarte. Auf der Vorderseite das Cover, auf der Rückseite ein Van-Foto und die Tourdates. Also da ist
scheinbar beim Boxen halt etwas ein bisschen schief gelaufen. Aber ja, mein Gott, den Pin verschmerze ich und da ist jetzt eben statt dem Sticker so eine Kartonkarte dabei. Ist jetzt in meinen Augen auch nicht weiter schlimm. Wir kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einen Schal in Schwarz und Weiß. Wir lesen hier Rantanplan in Weiß auf schwarzem Untergrund. Auf der Rückseite lesen wir den Albumtitel Stay Rudel, Stay Rebel. Das Ganze mit weißen Fransen hier auf der Seite. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Poly. Acryl. Ja, das ist generell bei diesen Schals immer der Fall. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Schal in Schwarz und Weiß. Dann haben wir dieses kleine Kartonkärtchen hier. Ebenso die Autogrammkarte mit allen fünf Unterschriften der Bandmitglieder. Die Bonus-EP im Jewelcase Rude Boys von der Reeperbahn mit 6 Tracks. So wie natürlich das Album an sich, Stay Rudel, Stay Rebel mit 10 Tracks im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Rantanplan, Stay Rudel, Stay Rebel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rantanplan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.